Hi Leute, in dem Video möchte ich dir einen Gedanken mitgeben zur Entgiftung, wenn dich das ganze Thema interessiert, was das überhaupt bedeutet und wenn du wirklich deinen Körper ganzheitlich auf natürlichen Wege entgiften möchtest, was du da unbedingt beachten musst, soll, was heißt musst, du musst nicht, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin da voll reingetappt. Und ich möchte ein schönes Bild damit geben und wie du das vermeiden kannst, wo ich reingetappt bin. Okay, und zwar geht es heute um ein Bild und einen wichtigen Punkt, den ich bei der Entgiftung immer vernachlässigt habe. Und ich habe gedacht, ist es normal? Irgendwann habe ich gemerkt, okay, der Körper entgiftet, aber ich habe mich immer träger gefühlt, war schlapp, war energielos. Im Kopf zwischendrin mal so ein bisschen benebelt. Und habe einfach gedacht, okay, dann fängt man halt auch so an zu zweifeln. So, ist das irgendwie der richtige Weg? Was passiert da? Warum ist es so? Ist es noch richtig? Ist es noch gut? Und im Endeffekt steht man sich so oft selber im Weg. Jetzt auch so im Nachhinein sowieso. Aber im Endeffekt haben mir auch viele, viele liebe Menschen viele gute Hinweise gegeben, die ich dooferweise ignoriert habe. Und ja, man steht sich also auch selber eben im Weg. Aber wenn man an so Punkten ist, dann solltest du jetzt gut aufpassen und ich möchte dir ein wirklich wichtiges Bild mitgeben. Was die Entgiftung anbelangt. Was sind noch Entgiftungssymptome und was ist normal? Und ich möchte nämlich nicht, dass du da irgendwie dann in Zweifel gerätst und ich habe es immer wieder erlebt, auch Leute, die zu mir gekommen sind, dass sie dann gezweifelt haben, ja, funktioniert das überhaupt so richtig? Ist es noch normal, dass man sich so schlecht fühlt, dass man keine Lebensqualität mehr hat? Und nein, es ist nicht normal in dem Maße, wie das viele erleben. Definitiv nicht. Und es war nicht normal in dem Maße, wie ich es phasenweise erlebt habe. Und der Punkt ist, bei mir war es zum Beispiel so, am Anfang, ja, der Körper entgiftet ein bisschen, der Körper hat auch seine Puffersysteme und entgiftet und haut so viel raus, wie nur geht. Löst so viel aus den Zellen, wie nur geht. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, okay, es ist nicht mehr alles im Fluss, alles ist so, ja, man ist eben erschöpft. Man kann dem Alltag gar nicht mehr so richtig folgen, ist ständig wie in so einem Fastenmodus. Und das muss definitiv nicht sein, weil wenn du wirklich schaust, und da möchte ich dir jetzt wirklich ein Bild mitgeben, stell dir vor, du hast ein Haus. So, ein schönes Haus. Und in diesem Haus hast du jetzt Schränke. Und bei den Schränken machst du die Tür auf, wenn du zum Beispiel deine Ernährung umstellst. Dann kommt dieser ganze Mist übertragen auf deinen Körper, deine Zellen, dein ganzer Körper reinigt sich und haut diesen ganzen Mist in den Flur. In einem Blutkreislauf, in den Darm und möchte all diese Toxine, die er mal zu sich genommen hat und all diesen Müll und Abfall, der eben in den Schränken, in dem Haus, irgendwann mal die ganze Dreckwäsche, die in den Schränken ist, die fällt jetzt auf den Flur. Und die Dreckwäsche, die wird irgendwann so viel, weil man unterschätzt es dermaßen, wie schnell der Körper alles Mögliche löst und alles Mögliche auf den Flur schmeißt,
Aber das aus der Tür rauszubekommen, die Tür vom Haus, ist meistens nicht so groß. Mal dir dieses Bild wirklich im Kopf. Schau dir das mal an. Die Tür von deinem Haus ist eine ganz kleine Tür. Und du hast dahinter ein Riesenhaus und da sind nur Schränke mit Klamotten, mit alter, dreckiger Wäsche und die wird alles auf einmal auf den Flur geschmissen. Und irgendwann kannst du dich nicht mehr bewegen. Und der Riesenpunkt, Entgiftung setzt sich aus zwei Sachen zusammen, aus dem Lösen und aus dem Ausleiten. Und das Lösen ist meistens nicht das Problem. Das Lösen passiert. Der Körper möchte immer so viel aus den Schränken raushauen, wie nur geht. Aber dann liegt es im Flur und der zweite Schritt hier, der zweite Schritt, das Ausleiten, das ist immer der Punkt, der vernachlässigt wird. Und eigentlich muss man sich nur auf den konzentrieren. Das Lösen passiert eh. Man muss nicht noch mehr und sich noch besser ernähren. Meist, wenn man das mal für sich entdeckt hat, dann merkt man schon, okay, man macht eh so viel und man kennt dieses Ausmaß gar nicht, wie viel der Körper löst, wie viel der Körper, wie viel alte dreckige Wäsche der Körper in die Gänge schmeißt, in den Flur schmeißt. Und deswegen sollte man sich immer, immer auf das Ausleiten konzentrieren. Zu schauen, dass man diese Tür möglichst groß bekommt von dem Haus, damit das Ganze schnell rausgehauen werden kann. Und dazu gibt es wichtige Schlüsselfaktoren, die sollte man nicht vernachlässigen. Sei es gewisse Körperübungen, sei es Basenbäder, Einläufe, sowas wie Flohsamenshake, damit das Ganze über den Darm mit nach draußen genommen werden kann. Und wenn man das vernachlässigt, diesen zweiten Punkt, das Ausleiten, und das ist mir passiert, das ist so vielen Menschen passiert, die ich mittlerweile begleitet habe, mit dem ich immer wieder in Kontakt war und gesprochen habe, und man unterschätzt es immer, immer wieder unterschätzt man das. Und ich habe es auch selber lange unterschätzt. Und man muss da wirklich ganz gezielt vorgehen. Aber das ist der wichtige Punkt. Schau, dass du den Müll aus deinem Haus bekommst und nicht, dass du nur das löst aus den Schränken. Weil das Lösen und das Rausbekommen aus dem Körper ist ein meilenweiter Unterschied und normalerweise ist das, dass man es rausbekommt, sicher und gut, ohne dass man sich dabei schadet, ohne dass man sich dabei kaputt macht, ohne dass die Nieren, die Leber, Zähne oder sonst was drunter leiden. Das ist der Punkt. Wenn diese Säuren ausgeschieden werden, wenn die Toxine ausgeschieden werden aus dem Körper, dann muss man darauf achten. Entschuldige, wenn ich das so ein bisschen übertrieben betone, aber das ist der wichtige Punkt. Und wenn man das kapiert hat, beziehungsweise umsetzt, dann ist man wirklich in einem Riesenschritt, den größten Schritt vermutlich, auf dem Weg zu mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude. Komm. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir dieses Sinnbild gefallen hat, dann lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch kein Video mehr verpasst. Und teile das Video auch sehr gerne mit anderen Leuten, damit es mehr Leuten helfen kann. Nur so ist es möglich, dass dann ein anderes Bewusstsein auch in die Welt bei allen Menschen getragen wird. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag wieder und mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!